Und damit herzlich willkommen zurück. Hallo Freunde, wir spielen heute wieder Ark. Ich gehe mal gerade hier wieder aus dem Third-Person-Mode raus. In der letzten Folge haben wir uns einen Argentavis gezähmt, für den ich allerdings tatsächlich noch keinen Sattel oder sowas habe. Für die, die jetzt vielleicht ein paar Folgen übersprungen haben, wir haben mittlerweile hier angefangen, eine zweite, quasi eine Mountain Base zu bauen. Also wie ihr seht, hier haben wir Basis, kleine Hütte. Die ist far from fertig. Hier, den nehmen wir mal mit, den Peacemaker. Die ist wirklich in keinster Weise, wie ihr seht, fertig. Da soll noch ein Dach drauf. Ich habe gesehen, ich habe die Slopes hier falsch rum, also die, nicht die Slopes, die, ja doch, die Slopes falsch rum aufgesetzt. Die soll auf jeden Fall noch, ein Bett haben wir, ein Dach bekommen, ein bisschen größer werden, eine Rampe, dass wir bequem reinlaufen können. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier oben relativ easy und bequem Metall zu farmen. Und mit dem Argentavis, hallo Herr Currywurst, und dem Pteranodon können wir dann wunderbar hier Metall sammeln. Und ihr seht schon, wir sind jetzt schon bei 57. Das finde ich sehr gut. Das heißt, das steht uns endlich offen. Ich guck mal gerade, ob ich hier eigentlich hochlaufen kann. Naja, doch, geht. So, super. Und Kristalle, wie ihr seht, kriegen wir hier auch. Wunderbar. Halt. Falsches Werkzeug. Was ich hier oben auf jeden Fall noch brauche, ist eine Smithy. Die muss ich mir auf jeden Fall nochmal bauen. Damit ich das Werkzeug auch hier oben reparieren kann. Auf jeden Fall... Jetzt glaube ich, so langsam haben wir endlich den Punkt erreicht, wo es deutlich besser läuft. Ich esse mal kurz was zwischendurch. So, ich bin encumbered, dann bringen wir das erstmal zurück. Also ihr seht schon, hier oben kriegen wir Massen an Metall. Das einzige Problem ist tatsächlich, hier gibt es nicht so wirklich viel Holz. Das heißt, das müssen wir uns dann irgendwann mal, da müssen wir uns irgendwann, glaube ich, einfach mal eine Latte, also eine Menge an Holz schnappen. Und das mit hier hochbringen. Wir sind, glaube ich, hier auch relativ sicher. Hier dürften maximal so ein paar Argentavis spawnen. Und von daher denke ich, das passt schon ganz gut. So, so, hier mal durch. Ich würde... Achso, das Metall sollte ich vielleicht einfach direkt da reinschmeißen. So, also jetzt hier, ihr seht schon, jede Menge Metall. Holz haben wir ein bisschen was. Stone haben wir nicht ganz so viel. Ich gucke mal ganz kurz, was wir jetzt hier noch craften könnten. Also keine Stone Foundation, da brauchten wir. Also, wir haben auch eigentlich nicht genug Holz. Ich glaube, ich mache noch... die Slopes, da kann ich, glaube ich, eins mal craften. So, Left haben wir. Komme ich da hoch? Ich darf nicht auf die... Wenn ich auf das Ding drauf gehe, dann... So, und die Left machen wir mal wieder kaputt. Ich weiß gar nicht, komme ich hier ran? Komme ich hier ran, dann kann ich das Ding gerade abreißen. Sloped Stone Wall Right. Und dann können wir uns nämlich... Ich hoffe, dass das reicht. So, wir haben eine Left. Moment, wir haben eine Left. Das ist die. Okay, dann brauchen wir noch eine Right. Und dann können wir das mal gerade korrigieren. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum. Ja, so wollte ich das eigentlich haben. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Steine. Da haben wir nicht mehr so viele. So. Aber auf jeden Fall wird das doch so langsam. Ich pack mal... Moment. Die nehmen wir mal raus. Wie gesagt, Kristalle können wir hier auch wunderbar sammeln. Und hier können... Ah, da hätten wir sogar noch welche. Ich mache aber hier auf jeden Fall noch mal Spark Powder. Das werden wir definitiv brauchen, um hier noch mehr, hier, wie heißt es, Metall zu schmelzen. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ich will mal ganz kurz wieder hier hoch und gucken, ob ich hier noch irgendwie Metall finde, dass ich, nicht Metall, Stein finde, den ich abbauen kann. Ja, ja, hier ist ja jede Menge. Damit wir ein bisschen an unserer Hütte da feilen können. Ich müsste eigentlich tatsächlich auch mal Holz irgendwie hier hochschaffen. Aber da müssen wir wahrscheinlich ein Stückchen fliegen. Weil, wie gesagt, hier gibt es eigentlich keine Bäume. So.
Jetzt hätten wir zumindest genug Steine auf jeden Fall für eine Base. Nehme ich noch Metall? Nee, ich nehme jetzt mal hier noch ein bisschen Stein mit. Ah, hier sind auch diese roten Blümchen, wie ihr seht. Da kann man witzige Sachen rauskriegen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen da mal was. So, Fiber. Steine. Naja, okay. Momentan ist es so, wir können Steine gebrauchen. Ihr seht nur, hier liegen halt Massen an Steinen rum. Also sogar, auf dem Boden. Also nicht nur so. So, was ich natürlich extrem geil finde, und das muss man ja einfach mal sagen, ist von hier oben die Aussicht. Also das sieht schon echt spektakulär aus. Und das ist noch nicht mal der höchste Punkt des Spiels. Der höchste Punkt ist da hinter uns. Da hinten seht ihr ihn, unterhalb des Baumes, der Vulkan. Aber trotzdem muss ich echt sagen, es sieht schon saugeil aus, oder? Kann man echt nicht anders sagen. Ich brauche unbedingt mal so eine Sichel. Habe ich die nicht schon? Nee, ne? Die habe ich noch nicht. Nee, die habe ich noch nicht. Kann ich mir vielleicht eine Smithy bauen? Das gucke ich mal ganz kurz nach. Crafting. Hide brauchen wir da. Metal Ingot haben wir hier oben, aber Hide haben wir nicht. Da müsste ich dann mal gucken, ob ich irgendwo ein Tierchen töten kann. Was natürlich jetzt... Naja, okay, wenn der nicht so ein hohes Level hat, da können wir eigentlich mal gucken. Ich nehme hier nochmal mit, weil Fiber können wir auch eigentlich ganz gut gebrauchen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht gleich wieder überladen bin. Wir essen mal kurz was. Irgendwie... So, ich weiß nicht, soll ich den Baum hier abholzen? Eigentlich steht der ganz cool da, aber andererseits, wisst ihr was? Der spawnt ja auch neu. So, jetzt kann ich zwar kaum noch laufen, aber wir müssen ja auch nur wieder hier runterkommen. Hier kommen wir glaube ich nicht runter. Das heißt, ich muss mal schauen, wie wir da wieder zurückkommen, wo wir eigentlich hochgelaufen sind. Weil hüpfen ist gerade auch nicht. Aber hier sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, okay, es funktioniert. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie müssten wir... Also ich muss mehr Holz, definitiv mehr Holz organisieren. Ich glaube, Hide habe ich hier gar nicht mehr, oder? Ach doch, ach, wunderbar. Wunderbar. Massen an Hide sogar. Das heißt, wir können uns auch hier noch eine Smithy bauen. Ich nehme mal kurz das da. Dann bauen wir uns mal die Smithy. Davon will ich auf jeden Fall nochmal ein zweites bauen. Da brauchen wir aber noch deutlich mehr Hide. So, die können wir eigentlich wieder zu... Nein, die können wir gar nicht zurücktun. Wenn man die einmal rausnimmt, ist Ende. Aber dann schmeißen wir die hier einfach mal rein. Ich meine, hier auf dem Server wird uns ja keiner irgendwie bedrängen. Weil ich spiele ja Gott sei Dank alleine. So, da haben wir nicht genug Stein für. Okay. Dann mache ich zumindest schon mal so eine Steinwand noch. Dann können wir nämlich hier schon mal quasi aufbauen. Kann ich noch was craften? Nee, nicht wirklich. Uns fehlt auf jeden Fall Stein. Okay, das heißt, ich packe erstmal alles, was etwas schwerer ist. Auch die... Also, das brauchen wir jetzt nicht. Das können wir mal so. Moment, wobei, ich hatte doch hier drinnen noch Stein, oder? So, machen wir so. Ich brauche hier Spark Powder. So. Holz kann ich eigentlich erstmal wegpacken. Das ist halt das einzige Problem immer oben an so Basen, aber es gibt Schlimmeres, muss ich sagen. Es gibt wirklich Schlimmeres. Die nehme ich mal und pack sie mal in den Pteranodon, würde ich sagen, der anscheinend auch ein Level-Up hat. Ich will den so auf knapp 200 Weight haben. Ich denke, das ist ein ganz guter Wert. Und hier esse ich einfach mal ein paar. So, einfach um ein bisschen Wasser zu pushen und ein bisschen anderen Krempel noch. So, jetzt müsste ich mal gucken. Also, wir brauchen auf jeden Fall Steine. Und Metall natürlich auch. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das ganze Metall hinterher nach Hause schleppen soll.
Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also mit dem Argentavis und dem Pteranodon sollte das irgendwie gehen. Das ist eigentlich auch ärgerlich. Jetzt haben wir uns da hinten so eine geile Base gebaut und dann macht's zack, zack und wir haben alles, womit wir eigentlich... Naja, wir könnten theoretisch jetzt irgendwo anders hin und uns eine geile Basis bauen. So, kann ich noch... Oh, ich kann gerade noch so laufen. Die Hacke ist auch schon wieder kaputt. Das heißt, ich brauche eigentlich jetzt schnell... Ich sehe gerade was. Ich hoffe, ich kann hier noch eine Foundation davor setzen. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. So, dann nehmen wir mal das, das. Die Steine nehmen wir auch noch. Können wir... Nee. Das kann nicht sein. Uns fehlt ein blöder... Oh! Kann ich mich bewegen? Nein, aber ich komme da so dran. So, dann machen wir das jetzt einfach so. Ah, Level Up. Sehr geil. Ah, da können wir auf jeden Fall noch was davor setzen. Naja, da wäre es ja blöd, weil da ist unser Bett momentan. Hier kann ich nichts mehr davor setzen, das ist obstructed. Ich glaube wegen... Moment, wegen was denn? Ist das wegen, war das jetzt wegen der offenen Tür oder ist das tatsächlich obstructed? Nee, es war wegen der offenen Tür. Dann machen wir das doch einfach mal so. Inventory is too heavy to jump. Nein. So. Was wollte ich denn hier noch? Health? Ich glaube Melee Damage oder Fortitude. Ich gehe jetzt mal auf Fortitude. So, wir haben 82 Punkte. Ich müsste mal gucken, ob wir irgendwas... Water Jar... Es gibt halt jetzt wieder auch sau viele neue Sachen. Stone Pillar, den lernen wir mal. Den Hedge Frame lerne ich mal. Das Behemoth Gate, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ah, die Sickel haben wir schon gelernt, stimmt. Ich erinnere mich. Und hier sind wir aber auch schon so Reinforced Window. Also wir sind schon extremst weit. Ich will mal ganz kurz Ach, der ist aber noch immer noch nicht. Level 55 brauchen wir für den Argentavis-Sattel. Da müssen wir noch ein Weilchen, glaube ich, für spielen. Polymer, Electronics. Also wir sind jetzt schon wirklich weit mittlerweile. Aber. Ich spare mir mal die Punkte, falls wir noch irgendwas zähmen. Wo wir... einen Sattel oder so brauchen. Tür zu. Sonst kommen wir nicht da dran. Und das schmeißen wir auch noch da rein. So, jetzt können wir... Tür auf. War die hier drinne? Ja. So. Use Item. Dann stellen wir uns die Smithy, würde ich sagen, einfach mal hier hin. Wunderbar. Steht super. Die Wand reiße ich ja ab, also nicht... Nicht wundern. So, dann packen wir das mal da rein. Was brauchen wir hier zum Reparieren? Woodhide, Metal Ingot, Woodhide, Metal Ingot. Super. Ich reiß jetzt. Moment. So, die Tür demolischen wir. Und die Wand reißen wir mal ab. So. Wie gesagt, uns droht ja hier nicht wirklich Gefahr in der Ecke. Hide, Wood, Fiber, Stone. Ich nehme mal und hier so die Hälfte oder so. Das packen wir einfach mal hier rein. Zack, 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 zack. Dann können wir zum einen das und das reparieren und können uns, glaube ich, Weapons, Melee müsste das sein, oder? So ein Ding bauen und so ein Ding bauen. Jetzt haben wir zwar erstmal das ganze Metall verbraucht, aber das ist nicht so schlimm. Wir könnten uns theoretisch auch eine Crossbow bauen. Aber ich weiß nicht. So, das nehmen wir mal mit. Das packen. Warum habe ich mir gerade. Warum habe ich mir. Ich habe doch einen. Naja, egal. So. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt Fiber sehr, sehr leicht. Der Argentavis hat auch ein Level Up. Der steht halt hier ein bisschen doof. Aber. So, dem pushen wir, würde ich sagen, erstmal nur Weight. Und Health. So. Der hat jetzt 400 Health, 370 Weight. Das ist schon mal gut. Und ich schnappe mir mal den Pteranodon und schau mal, dass ich hier noch ein bisschen
Holz bekomme. Ich muss aber natürlich auch gucken, dass ich irgendwo lande, wo ich nicht direkt von irgendwas angegriffen werde. Was ich nicht mag. Also irgendwas Gefährlichem. Ich mag nichts, was gefährlich ist. Ich glaube, hier ist ganz okay, oder? Wir landen mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann können wir uns hier noch ein bisschen Holz und Thatch holen. Ja, spoil doch die Beeren. Die brauchen wir sowieso nicht. Also, ich mach mal 100 Holz. Und ein bisschen Thatch noch. Habe ich schon mehr als 100 Holz. Ist auch in Ordnung. Aber ein bisschen Thatch auf jeden Fall noch. So, damit der Pteranodon uns auch noch tragen kann, müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal kurz nach oben flattern. Ja. Ja, also Freunde, wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit, bis ich oben bin. Wie ihr seht, ist der Pteranodon leicht überladen, nur so ein klitzekleines bisschen. Ich muss dem auf jeden Fall mehr Weight pushen. Wie viel hat der denn momentan? 184, also 200 braucht der definitiv, sonst kommen wir da nicht weit. Kann ich nicht eigentlich auch hochlaufen? Ich überlege gerade, ich glaube, ich kann auch hochlaufen und dann nehme ich den einfach auf Follow. Dann bewegt er sich, glaube ich, etwas schneller. Also selbst mit Laufen sind wir, denke ich, schneller da. Whistle, Follow One, so. Selbst mit Laufen sind wir, glaube ich, schneller da als, mach das mal so, dann kann ich hier noch ein paar Steine sammeln. Ja, ich bin auch ein Depp. Jetzt ist der Pteranodon auf Follow. Lande mal bitte, mein Kleiner. Landen. Landen. Nein, nicht wegfliegen. Nicht wegfliegen. Nein. Boah. Das hasse ich an denen immer. Die fliegen immer so übelst irgendwo durch die Gegend. Ich gebe dem mal das und das, damit ich nicht so ganz überladen bin. Jetzt ist der bei... Naja, okay. Ist in Ordnung. So, Whistle... Follow one. Ach ne, muss ich so. So. Und ich sammle mal auf dem Weg nach oben noch Steine. Hier, das Ding kann man abbauen. Das gibt auch, glaube ich, immer sehr viel Stein. Ja, gar nicht so wenig. Oh, hier liegt ja richtig viel Stein. Da hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Na, jetzt. Das ist das einzig Nervige an den Flugviechern. Da unten habe ich gerade was gesehen. Das könnte ein T-Rex gewesen sein. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Bitte bleib stehen. Ja, ich sagte, bitte bleib stehen. Oh. So. Ja. Blöd. Wie viel können wir da? Eins können wir da craften. Ach so, da haben wir bei weitem nicht genug. Dann mache ich erstmal 3, 1, 2. Dann eine Tür. Dann machen wir das einfach so, dass ich die Sachen direkt hier crafte. Ich hätte eigentlich den Pteranodon dann, glaube ich, gar nicht mitnehmen brauchen. Nee. Die Steine, gefühlt respawnen die Steine hier schneller, als dass ich sie einsammeln kann. Oh. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Du Kleiner, solltest eigentlich bei mir auf der Schulter sitzen. Ach so, ich bin halt so ein... ja, jetzt weiß ich auch warum. Ich bin so ein wilder E-Klicker. Und deswegen, können wir noch was craften momentan?
Stone Ceiling. Wo ist denn... Hab ich noch... Hab ich das Sloped noch gar nicht? Ach doch, hier. Okay, das können wir... Da machen wir auch schon mal eins. Wir bauen jetzt hier so nach und nach einfach. Hier ist es kalt. Hm. Na gut, ich würde sagen, ich sammle mal ein bisschen weiter. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dann bauen... Ich hoffe, dann können wir halt mal ein bisschen was an der Hütte da oben bauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis, ja, ich würde einfach sagen, bis dahin. Ciao.